So, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich schaue mir wieder Webseiten an. Es ist wieder morgens. Es ist der 18. April, 11 Uhr. Ich muss in 20 Minuten aus dem Haus. Let's do this. So, als erstes zeige ich euch, welche Webseiten wir angucken werden. Ich habe meine Webseite schon wieder etwas geändert. Da zeige ich euch kurz, was ich gemacht habe. Dann hat der Wolfgang Baus, den ich ja letztens reviewed habe, hat meine Hinweise, meine Kritiken angenommen und ein paar Sachen geändert. Das schauen wir uns auch kurz an. Dann hat mir hier der Martin Lopez eine E-Mail geschickt mit seiner Webseite. Der wollte, dass ich mal kurz rüber gucke. Bitte schickt mir von jetzt an keine E-Mails mehr. Ich kriege genug E-Mails am Tag. Schreibt mir einfach in die Kommentare eure Webseite, dann gucke ich da beim nächsten Mal kurz drauf. So, dann dachte ich mir, hey, lass uns doch mal die Webseite von Joe Greer angucken, aber Spoiler Alert, da gibt es leider noch nicht viel zu sehen. Dann schauen wir uns die Seite von Oliver Krumes an, auch ein guter Freund von mir aus München. David, der meine oft hilft bei meinen YouTube-Videos, auch interessant, weil er ist jetzt auch auf Instagram, aber wollte das immer nicht. Und er hat vor kurzem angefangen mit Street Photography, hat sich eine Ricoh GR3X gekauft, ich glaube Ende letztes Jahres oder so. Und seitdem ist er sehr aktiv, fotografiert viel und ich finde das immer super spannend, wenn jemand anfängt und diese ersten Bilder, ne? Und er hat sich entschieden, eine Website zu machen mit seinen Bildern und auf Instagram hat er jetzt schnell gemerkt, ist das nichts für ihn? Und wir schauen uns auch mal seine Seite an. Dann habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal die Seite von Pia an. Pia Parolin kennt ihr vielleicht in der Street Photography Szene in Deutschland, müsstet ihr sie bestimmt kennen. Ich habe sie auch schon ein paar Mal getroffen, mit ihr gearbeitet auch und da sie so viele Dinge macht, wird wahrscheinlich auch viel auf ihrer Website zu sehen sein. Und als allerletztes, um die Frauenquote aufrechtzuerhalten, nee, aber auch weil ich neugierig war, ist Karin Majoka hier, auch eine Freundin von mir, Kollegin kann man ja auch sagen, macht auch viel YouTube, fotografiert viel analog und da sie auch als Content Creator oder Influencerin gebucht wird, wird ihre Seite sicherlich dafür auch ausgelegt sein. Also unterschiedliche Webseiten, die wir uns heute angucken. Ich muss mich beeilen. Fangen wir mit meiner an, ganz egoistisch. Erstmal habe ich das Titelbild geändert. Das ist jetzt einfach nur, weil ich Lust drauf hatte. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, es ist gut, wenn die Startseite so eine Art Visitenkarte ist. Und eigentlich sollte man immer dieselben Motive haben, das, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen, ne? Ich dachte mir hier, ich mache mal ein Querformatbild rein. Was ich sonst noch gemacht habe hier, das werdet ihr niemals checken, aber hier habe ich ein bisschen den Abstand geändert und insbesondere habe ich meine Street-Photography-Seite komplett geändert, mit einem anderen Ansatz jetzt. Also erst einmal, nach wie vor muss man hier auf Arbeiten gehen und dann hat man hier Street-Life. Ich nenne es auch nicht Street-Photography, es ist einfach nur Street-Life. Man kann aber auch auf diese Seite kommen, indem man einfach auf mein erstes Bild hier klickt. So. Dann, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich entschieden, mein Archiv hochzuladen, weil ich habe keine wirklichen Projekte in der Street-Fotografie. Ich fotografiere Hamburg, na klar, ist meine Stadt, die möchte ich ewig lang fotografieren. Und dann auf Reisen fotografiere ich natürlich viel. Und Japan ist meine zweite Heimat und speziell Osaka und Tokio, da fotografiere ich auch sehr viel und da möchte ich mit der Zeit einfach ein großes Archiv haben und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Deswegen habe ich das Ganze hier Streetlife Archive genannt, also Archiv. Und ja, ungefähr 2013, da ist auch ein Bild von 2007 mit drin, aber das ist eigentlich die Zeitspanne, in der ich Streetfotografie betreibe. Der Text ist gleich geblieben. Und dann geht es hier sofort los mit Deutschland, Japan und Europa. Ich habe hier unten noch, das habe ich einfach als andere Kollektion genannt, weil ich weiß noch nicht, was ich hiermit mache. Ich finde das eigentlich zu durcheinander. Na gut. So, das heißt, man geht hier gleich rauf und hat ein Archiv. Ein weiterer Sinn dahinter ist, dass ich kann, ich gehe jetzt mal auf Deutschland, ich kann Leuten dann Bilder zeigen, wenn ich unterwegs bin, die ich in verschiedenen Städten gemacht habe. Wenn ich jetzt in Düsseldorf bin, kann ich dort, wenn ich angesprochen werde, sofort zeigen, hier, aber das habe ich in Düsseldorf gemacht. Ne, Hamburg ist natürlich, da sind die meisten Bilder drin, von den Bildern aus Deutschland. Und ich habe das so gemacht, das ist eine Galerie, relativ kleine Vorschaubilder. Die sind, glaube ich, eigentlich noch kleiner gewesen. Und man muss jetzt hier raufklicken, damit man sie sehen kann.
was ich auch gut finde. Und dann kann man mit den Pfeiltasten sich so durchklicken. Genau. Aber man kann auf einen Blick so sehen, was alles so in Hamburg passiert ist. Dann habe ich hier Berlin natürlich. Die Bilder, die Galerien sind noch nicht ganz vollständig, weil es dauert ganz schön, alle Bilder aus dem Archiv rauszusuchen. Düsseldorf und Köln habe ich mal zusammen verbunden. Und München habe ich hier noch. So, dann muss man wieder zurückgehen. Dann habe ich hier Japan. Da sind auch sehr, sehr viele Bilder, gerade hier in Tokio. Hier ist auch mal so ein kleiner Text, warum das ein wichtiges Kapitel ist. Ja, dann kann man sich hier alle Tokio-Bilder angucken. Und da sind auch viele dabei, die ich noch nie auf meiner Webseite hatte. Also wenn ihr mal schauen wollt, könnt ihr mal gucken. Osaka, eigentlich meine zweite Heimat neben Kamakura, Tokio. Weil ich bin zwar in Kamakura geboren, aber meine Frau kommt aus Osaka und Osaka gefällt mir auch besser. Osaka ist auch eine Partnerstadt von Hamburg. Das heißt, in der Zukunft, mein Plan ist es, irgendwas mit dieser Geschichte zu machen. Partnerstädte-Serie oder sowas. Deswegen muss ich unbedingt noch mehr in Osaka fotografieren. Hier haben wir zum Beispiel von dem Universal Studios, das ist in Osaka. Da gibt es diese Super Nintendo Land. Das ist ganz lustig, da hinzugehen. Ich war da während der Covid-Zeit, deswegen haben alle da Masken an. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Kyoto, ja, ich hätte eigentlich noch mehr Bilder, muss ich noch raussuchen. Und Kyushu, das ist ein Bundesland, eine Präfektur. Da habe ich noch Bilder von Fukuoka, die da noch rein müssen. Naja, so sieht das Ganze ungefähr aus. Dann habe ich noch Europa. In Amerika war ich nur einmal in meinem Leben, in New York, und da sind nicht so viele Bilder entstanden. Deswegen ist, aber Europa ist auch ein wichtiger Ort, weil gerade wenn man in Europa lebt, man kommt gut durch Europa. Ne? Natürlich hier England, das meiste ist eigentlich hier London. Frankreich, ich habe eigentlich noch mehr Bilder, ich muss sie noch finden. Frankreich und Wien war ich im vorletzten Jahr. Das ist alles von einem Wochenende, ein bisschen viel vielleicht, muss ich nochmal reduzieren. Und Italien habe ich hier noch. Genau. Und der Sinn der Sache, wie gesagt, ist, dass man hier auf einen Schlag sozusagen Archiv aufmachen kann. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, kann ich hier zeigen. Hier in Köln war ich vor kurzem, das ist ein ganz aktuelles Bild von vor ein paar Wochen gemacht. Ja, und das finde ich ist doch nicht schlecht, wenn mir jetzt irgendwie meine Festplatten irgendwann mal kaputt gehen, alles weg, dann habe ich zumindest noch mein Archiv auf meiner Webseite. Die Bilder sind 4000 Pixel in der Breite, ist jetzt nicht super groß, aber man kann sie noch printen, wenn man möchte. Die Idee finde ich ganz cool, dass ich dann die Bilder auch hier immer update, ne? Dass ich immer wieder neue Bilder reinmache und vielleicht welche wieder rausnehme. Okay, das war's. Das war's zu mir, gehen wir weiter. Gucken wir uns kurz Wolfgangs Seite an. Er hat hier, ich hatte ja gesagt, dass am Anfang zu viele verschiedene Bildstile in seiner Galerie waren. Er hat sich jetzt entschieden, nur ein Bild zu zeigen. Man kann da jetzt auch raufklicken, glaube ich. Genau. Ah, und dann kommt man auf seine Seite. Das finde ich nicht schlecht. Und ja, ein Bild sollte reichen. Man kann auch ruhig eine Galerie machen mit mehreren Bildern. Ich denke, es sollten nicht mehr als 10 sein. Aber dann sollten die schon in einem Stil sein. Wenn die so unterschiedliche Stile haben, dann weiß man nicht genau, was willst du eigentlich machen? Oder machst du alles? Dann hat er hier oben das Ganze alles in Deutsch geändert. Das war ja hier, hat er About gehabt und jetzt hat er über mich. Und da hat er ja den Blog zum Tagebuch gemacht, glaube ich. Das ist auch eine gute Idee. Ja, finde ich gut. Und dann habe ich hier noch eine Sache angemerkt, die hat er auch hier geändert. Da war der Abstand hier ein bisschen zu gering. Das sieht jetzt hier auf jeden Fall schöner aus. Ansonsten glaube ich nicht, dass er viel mehr geändert hat, aber das sind schon mal kleine Verbesserungen, die definitiv den Gesamteindruck verbessern. Also, gut gemacht, Wolfgang. Weiter so. Man findet immer irgendwas und es fühlt sich auch immer gut an, wenn man danach so merkt, oh ja, das wirkt jetzt besser. Okay, weiter. Ich muss mich nämlich ein bisschen beeilen. Ich habe eigentlich nur noch 10 Minuten. Martin Lopez, ich kenne ihn nicht. Er hat mir geschrieben, er hat sich das Video letztens angeguckt. Das heißt, er ist ein Zuschauer von diesem Kanal.
Und das ist seine Hauptseite, ispeak.de heißt die Seite. Interessanter Name, frage ich mich jetzt warum. Martin Lopez ist wahrscheinlich auch ein Name, den es öfter gibt, aber das ist so ein Thema, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich zu sagen soll, weil ich benutze jetzt auch nicht meinen ganzen Namen auf meine Webseite. Eigentlich sollte man immer seinen eigenen Namen nehmen, finde ich eigentlich besser, sei denn man ist ein Unternehmen oder Agentur oder sowas. Na gut, iSpeak, muss man jetzt nicht herausfinden. Dann, die erste Seite zeigt gleich alles wahrscheinlich oder viele verschiedene Projekte. Oder was passiert, wenn ich jetzt hier raufgehe? Dann kommt eine Serie. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Das heißt, diese einzelnen Bilder stehen für Serien. Bangkok. Gut. Das ist jetzt so das komplette Gegenteil von das, was wir bei der Wolfgangsseite gesehen haben, wo ein Bild als Visitenkarte steht. Hier haben wir jetzt das ganze Portfolio. Also ich bin mir sicher, das sind wahrscheinlich Projekte, die hier unten, hier links auch vertreten sind. Ich finde es, auf den ersten Blick finde ich es ein bisschen zu chaotisch, muss ich ehrlich sagen. Weil zum Beispiel hier ist ein super sauberes Architekturbild, hier auch. Gut, das sind wahrscheinlich hier alle Architekturprojekte. Dann haben wir ein paar Porträts, dazwischen wieder ein paar Landschaftsprojekte. Hier so ein Studiobild und wieder Architektur. Das ist halt so hin und her springt, ne? Das würde mich erstmal jetzt stören. Also ich gucke jetzt auch so ein bisschen, nicht nur wie ich das persönlich finde, weil meine Meinung ist meine Meinung, aber muss ja auch nicht korrekt sein. Aber wenn ich jetzt eine Agentur wäre zum Beispiel, dann muss ich ziemlich schnell verstehen können, wer ist dieser Fotograf, was macht dieser Fotograf und was kann dieser Fotograf für uns tun, ne? Also wenn das sein, wenn du damit Geld verdienen möchtest und Aufträge machen möchtest, dann ist es halt so eine Denke, die man haben muss, so eine Einstellung. Und zum Beispiel sind ja ganz coole Porträts, so on location, draußen und im Hotel hier irgendwie oder dieses Jahr auch irgendwie interessant. Mach ich mal kurz auf. Die sehen ja auch alle ziemlich gut aus, also professionell und die sehen, also Qualität ist auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Nur ist es irgendwie schade, dass man hier runterscrollen muss und dann sieht man erst diese Porträts. Wenn ich jetzt ganz hoch gehe, zum Beispiel diese beiden Bilder, das wirkt für mich so ein bisschen Instagram-Karussell-Filter. Also, das wirkt auf den ersten Blick, ne? So nach beliebig. Das ist jetzt, das sagt mir nichts aus. Hier ist ein Sonnenuntergang, okay, im Wald. Aber was ist jetzt das Projekt? Das, ja, jetzt kann man auch sagen, das macht neugierig oder so, aber. Und dann hast du halt hier wieder so ein schönes, ruhiges Porträt mit natürlichem Licht. Und hier hast du wieder so ein grafisches Architekturbild. Und dann hast du hier so ein altes Foto. Das finde ich ist, also zumindest würde ich vorschlagen, dass du hier diese 6 Projekte so ordnest, dass das harmonischer ist. Ja, also da gibt es hier, habe ich schon ganz viele Vorschaubilder gesehen, die auf jeden Fall stärker wirken. Dann würde ich die zusammenrücken. Weil wenn hier ganz unten Projekte kommen oder auch Bilder, ach, es geht ja noch weiter. Oha, wir sind noch lange nicht hier am Ende angelangt. Ja, das ist definitiv zu viel, weil warum soll ich denn jetzt noch hier links mich durchklicken, wenn ich hier schon alles sehe, ne? Also das wäre mein Kritikpunkt. Entweder total reduzieren, ein einziges Bild und das muss so, boah, was ist das denn sein? Oder 3-4 Bilder. Oder 3 Projekte oder 6 Projekte. Es ist auch okay, wenn du hier diese 6 Projekte hast, aber dann würde ich so die Vorschaubilder wählen, dass das harmonisch passt. Und wie gesagt, hier weiß ich jetzt nicht, was bist du für ein Fotograf? Bist du ein Porträtfotograf, Landschaftsfotograf, Architekturfotograf oder machst du alles? Und Agenturen gucken ja auch oft so, die gucken immer gerne was, die gucken immer nach Spezialisten. Die gucken eigentlich nicht auf Leute, die alles machen können, weil davon gibt es halt sehr viele. Und die schauen halt, wenn man sich jetzt so einen Nikita Teriyoshin anguckt zum Beispiel, da weißt du ganz genau, was du kriegst und deswegen wird er wahrscheinlich auch so oft gebucht, weil er gibt dir halt etwas, was du von anderen Fotografen nicht kriegst, ne? So, jetzt klicken wir uns mal schnell durch. Scheiße, vielleicht muss ich hier einen zweiten Teil von machen. Fotoshooting, ne? Und dann sieht man ja auch hier, die Bilder haben sich nicht so viel geändert, weil das ja hier dieselben Projekte sind. Nur jetzt haben wir ja das gefiltert.
Ich weiß nicht, ob man das machen kann auf der Startseite, dass man hier irgendwie so einen Filter hat, aber ehrlich gesagt wäre mir das zu viel Arbeit. So, Fotoshooting, das, weißt du, das wirkt wieder einheitlich. Viele Porträts und du weißt, ah, hier ist ein Shooting. Dann kannst du noch mehr Bilder sehen. Also ich werde nicht die Zeit haben, jetzt alles durchzugucken. Ich will mal ganz kurz so ein bisschen mich durchklicken, Fotostrecken, okay. Aber warum ist eine Fotostrecke hier, warum sind hier Fotostrecken und dann haben wir hier Projekte, das sind doch auch Fotostrecken, oder nicht? Da haben wir noch so ein, warum fotografiere ich, Statement. So ein kleines Interview, Steckbrief. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, damit man den Fotografen kennenlernt. Und mal schauen, gibt es hier irgendein Call to Action? Weil wenn du Geld verdienen, Geld verdienen willst und du willst, dass Leute dich buchen, dann brauchst du natürlich irgendwo auch einen sogenannten Call to Action, also so eine Art, schreib mich an, buch mich oder hier findest du meine E-Mail-Adresse, bla bla bla. Aber wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, da ist keine direkte Möglichkeit. Man muss auf Kontakt klicken, ne? Ach, man kann ja noch auf Weiß und Schwarz wechseln, okay. Wenn man auf Kontakt geht, dann Lust auf ein Shooting, Ideen für ein Projekt. Okay, also offen für Anfragen ist er ja. Und hier ist sein Instagram und alles, ja. Gut. Das kann man machen. Ich würde aber irgendwie noch... ja, weiß ich nicht. Vielleicht eine Dienstleistung direkt anbieten und dann klarer machen, was du geben kannst, ne? Was bisher geschah? Ach, das ist ein Projekt. Nee, das ist so eine Art Vita oder so. Okay, da kann man auch draufklicken und dann kommt man zu den Bildern. So eine Art Archiv, ne? Ja. Ja. Dann würde ich jetzt ganz kurz noch, weil wir sonst nicht mehr die Zeit haben, würde ich jetzt mal in irgendein Projekt reingehen. Ich gehe mal auf Fotostrecke und gehe mal auf dieses mit diesen alten Bildern. Bin ich mal gespannt kurz, was das ist. Vielleicht ist das, sind das Familienbilder von ihm oder so, von seiner Familie. Weiß ich nicht. Könnte sein. Hier ist jetzt überhaupt keine Info dazu. Aha, das ist, scheint wohl doch von seiner Familie zu sein. Jetzt sehen wir ein bisschen Text. Aber hier ist ja gar keine Info. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Oh, er scheint auch Jimdo zu benutzen, oder? Sieht so ähnlich aus. Genau, also wenn es ein Projekt ist, wo man nicht sofort weiß, worum es geht, zum Beispiel Bangkok, da brauche ich eigentlich keine Erklärung. Bangkok, Street-Fotos, Eindrücke von der Reise. Aber wenn es jetzt wenn es jetzt sowas ist, hier weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, worum es geht. Warum ist hier eine Puppe und dann haben wir hier Landschaft? Also, je mehr ich verwirrt werde, desto schneller bin ich auch wieder weg von der Webseite, ne? So könnte man als Messwert immer rangehen. Bleibt mal auf meiner Seite, mache ich es dem Besucher einfach oder mache ich es ihm schwer? So. Die Bilder sind ja nicht schwach oder so, sondern hier muss man einfach sehr gut filtern, was zeigt man und was will man, dass man als erstes sieht. So, ich gehe jetzt weiter, weil, wie gesagt, ich muss auch schnell los. Ich habe einen wichtigen Termin. Genau, Joe Greer. Ich dachte mir so, ey, der Typ ist ja so ein Social-Media-Guru. Der braucht wahrscheinlich keine Webseite. Aber wenn der sich ja auch Fotograf schimpft, das klingt so negativ, dann braucht man auf jeden Fall eine Webseite. Und ich weiß nicht, ob der mal eine Webseite hatte. Ich glaube, ich habe mal vor 2 Jahren oder so geguckt. Da war auch noch Coming Soon. Das ist auf jeden Fall Squarespace. Das sieht man sofort. Man kann hier auf eine Warteliste für sein Buch und hat hier Kontakt. Was passiert denn? Ach, dann öffnet sich ein E-Mail-Client. Okay. Ja, das ist, was soll ich sagen? Er braucht es wohl nicht. Ich meine, Instagram ist wohl seine Hauptplattform. Und die meisten Jobs, die er macht, sind ja wohl auch mit seinen Followerschaft verbunden. Kann man machen. Ich fände, er müsste trotzdem eine professionelle Seite haben. Ich finde, das gehört einfach dazu. Vielleicht ist er da gerade dran. Also können wir jetzt leider nichts sehen. So, Oliver Kumes. Oliver aus München, auch ein alter Hase in der Szene, fotografiert schon ewig. Ist auch ein Rico Gehr Ambassador, sogar noch vor mir gewesen. Interessant bei ihm ist, dass er, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich ihn 2019 das erste Mal besucht hatte,
Da hat er mir erzählt, dass er auch Geld verdient mit seinen Webseiten. Ich weiß nicht, ob er mehrere hat oder nur diese, aber seine Webseite ist darauf ausgerichtet, dass man sie findet, dass da auch vielleicht Werbung oder so ist, ich weiß es nicht, aber er macht da irgendwie Einnahmen mit. Ich weiß nicht wie, aber er macht irgendwie Einnahmen mit. Dann hat er letztes Jahr, glaube ich, angefangen, auch YouTube-Videos zu machen. Aus zeitlichen Gründen konsumiere ich sehr wenig anderen YouTube-Street-Foto-Content, deswegen bin ich nicht ganz up-to-date, was er so macht. Aber er scheint das wohl hier auch in die Mitte zu rücken und das scheint jetzt ein größerer Fokus geworden zu sein. Was bei ihm ganz cool ist, er hat halt Guides, ne? Er hat so Städte-Guides, so habe ich ihn zum Beispiel früher mal gefunden. Hier, dein Guide für München. Und er hat wirklich für alle möglichen Städte hat er hier so Guides und dann auch, wo man Workshops machen kann. Mein Alarm, dass ich langsam los muss. Und es ist jetzt keine wirkliche Portfolio-Seite. Er hat ja auch ein Portfolio. Mal schauen, was dann kommt. Ah, guck mal, eine ganz andere Seite kommt da. Krumis.com. Ah, die kannte ich noch gar nicht. Okay, aber wenn man ihn googelt, findet man auf jeden Fall seine Blog-Seite. Und dann kommt sein Portfolio hier. Er macht nur Street, deswegen ist auch alles Street. Und dann kann man auch so eine Startseite machen. Und dann hat er hier verschiedene Projekte. Und hier oben irgendwie auch. Ich kann jetzt nicht so viel sagen, aus zeitlichen Gründen einmal, aber auch, weil ich mich mehr beschäftigen müsste mit seiner Seite. Jedenfalls ist sie nützlich, die Seite. Ich schaue mal kurz hier im Blog rein. Ich würde sagen, sie ist ein bisschen überladen. Vielleicht muss sie überladen sein, aber ich finde, visuell werde ich ein bisschen überrannt. Ich weiß nicht genau, wo soll ich raufklicken. Hier haben wir so einen riesen orangen Button. Dann haben wir unten noch was. Abonniere seinen Kanal und so. Und dann haben wir hier rechts nochmal links. Wenn ich mich oben orientiere, ist es auch ein bisschen viel. Ich finde ja eigentlich, dass man eine Home-Seite nicht braucht. Was ist denn Germany? Ach so, dann gibt es ja noch diese Street Photography Berlin Seite. Ich glaube, dass die von Martin Walz erstellt wurde. Die ist auch nicht wirklich up to date, würde ich sagen. Dann hat ihr die Guides. Also, wenn man Geld verdienen will mit der Seite, muss man sie natürlich anders auslegen. Da kann man nicht einfach nur eine Portfolio-Seite machen. Es sei denn, man bietet Fotodienstleistungen an. Okay, wir gehen weiter. Ah, ich glaube, ich muss einen zweiten Teil machen. Soll ich einen zweiten Teil machen? Ich mache heute Abend, glaube ich, weiter. Also hier haben wir David und den schauen wir uns heute Abend an. Und dann wird es hier dunkler sein und dann mache ich jetzt einen Cut. Bis später. So, wir sind zurück. Es ist der nächste Tag. Ich habe gestern Abend keine Zeit mehr gefunden, hier weiterzumachen. Also, bevor wir weitermachen, kurze Werbeunterbrechung. Ich habe hier gestern ein kleines Paket von Wotancraft zugeschickt bekommen. Die haben gerade heute, ja genau, heute haben sie, also wenn ich das heute poste, haben sie zwei neue Produkte rausgebracht. Zwei kleine Täschchen hier. Ich glaube, das eine ist S und andere M-Größe. Jedenfalls sind die für Kompaktkameras gedacht. Und das ist ziemlich cool, weil eine Ricoh GR3 passt hier perfekt rein. Na, man kann sogar noch eine mit Sonnenblende reintun. Aber das muss diese kompakte von Squarehood sein. Was kann man noch berichten? Dann haben die hier so einen Ledergriff, ganz cool eigentlich. Und hier hinten noch ein. Hier ist noch Platz für Batterie, ne? Hier sind Platz für Batterien. Dann, was auch ganz cool ist, was ich aber leider nicht machen kann, die haben irgendwie einen Fehler gemacht, glaube ich. Achso, das ist die größere Variante. Da passt eine X100 V oder 6 oder so, passt hier rein. Auch mit Sonnenblende, wenn man will. Und dann haben sie hier so. So kleine, so Gurte. Und eigentlich ist es gedacht, dass man dann deren, die haben diese Parachuter-Gurte und die kommen auch mit Peak-Design-Clips, ne? Und wenn man die hat, kann man die hier an diese Gurte befestigen und dann kann man das wie so ein Slingbag benutzen oder so eine Schultertasche. Leider haben sie mir nicht die Peak-Design-Version geschickt, das heißt, ich kann die ja gar nicht befestigen oder nicht wirklich gut. Dafür haben sie mir hier diesen Handgurt geschickt. Der hat nämlich diesen Peak-Design-Anschluss. Und den könnte man jetzt hier einfach befestigen. Ne? Und dann hätte man eine Tasche, die man tragen kann. Ja, haben sie mir geschickt ohne irgendwelche Bedingungen. Sie meinten, es wäre schön, wenn ich das irgendwo erwähne. Habe ich jetzt getan. Nein, ich werde sie
Ich habe gestern einen Instagram-Post gemacht und ich werde am Sonntag wahrscheinlich auch kurz in einem Video die zeigen. Aber wie gesagt, ich kann sie nicht als Tasche tragen. Aber ist ganz cool, ist auch nicht so teuer. Ich werde ein paar Links in die Beschreibung packen. Okay. Ach so, dann habe ich noch eine kurze Werbeunterbrechung. Also ich kriege hier für diesen ganzen Kram nichts. Ich werde hier nicht bezahlt für. Ich habe aber hier von Cobalt Image, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Profile, die man in Photoshop, Lightroom und Capture One importieren kann. Lumina glaube ich auch. Die Seite ist total hässlich, die ändern auch immer ihr Logo ständig. Aber meiner Meinung nach sind die besten, bieten sie die besten Profile an. Sie haben gestartet mit diesen digitalen Profilen. Wenn du zum Beispiel eine Fuji-Kamera hast und eine Ricoh-Kamera und du willst, dass alle deine Bilder von beiden Kameras gleich aussehen, zum Beispiel magst du den Ricoh GR3 Negativ-Film Look, dann hast du den jetzt hier. Ist es der? Ne, das ist Bleach Bypass. Das hier zum Beispiel ist der Negativ-Film-Look. Den gibt es ja nur in der GR3, ne? Aber wenn du dir hier so ein Basisprofil holst und dieses Pack, dann kannst du es auch auf deiner Fuji haben. Und ich benutze zum Beispiel den Positivfilm-Profil. Das Positivfilm-Profil benutze ich mit meinen Nikon-Kameras. Du hast sogar noch so einen Slider, dass du die Stärke ändern kannst. Ich glaube, hier ist gerade Positivfilm als Beispiel. Und das ist perfekt für meine Bilder. Da kriege ich genau die Farben, die ich will, auf allen Kameras. Dann sind die gleich. Ist ein bisschen teuer, weil du musst halt so ein Basisprofil holen und die sind halt so gut, weil sie halt extrem genau die Farben messen. Das ist nicht so, dass sie einfach ein Preset erstellen, wo die einfach ein paar Slider verrutschen, sondern das ist angepasst auf jede Kamera. Jede Kamera gibt dir dann genau den gleichen, es ist halt konsistent, ne? Okay, ich will nicht zu lange drüber reden. Jedenfalls haben sie jetzt angefangen, Filmsimulation als Profil herauszubringen. Hier haben sie zum Beispiel Portra, und die haben mir jetzt letztens fast alle bis auf Fuji Negativ haben sie mir geschickt. Und ich werde kurz hier einblenden, was ich für eine lustige Idee habe. Ich werde am Sonntag dann mit meiner Nikon ZF und einem manuellen alten Vintage-Objektiv fotografieren gehen. Und dann werde ich diese Filmprofile benutzen. Und ich habe die so geprintet, ausgeschnitten und dann werde ich sie in meine Kamera legen und so tun, als würde ich Film wechseln. Funktioniert sehr gut. Also ich meine, die Farben sind sehr schön. Hier gerade hier Positivfilm, also Diafilm, Velvia und so. Das sieht richtig gut aus. Könnt ihr euch mal angucken. Kriegt davon, wie gesagt, nichts, wenn ihr die Seite besucht, aber ich finde die gut. Okay, wo waren wir jetzt? Weiter bei den Webseiten. Wir waren bei David. So, zurück. Ich muss erstmal die Seite laden. So, David. Davidor. Genau. Muss ich nicht nochmal wiederholen, aber David hat angefangen, ein bisschen Street zu fotografieren letztes Jahr. Und was ich cool finde, er ist halt noch so ein roher Diamant. Er hat noch. Er liest und gerade viel und guckt sich viel an und geht auch auf Ausstellungen und kauft sich Bücher und alles Mögliche. Das heißt, nach und nach wird sich jetzt sein Blick ändern, ne? Und aber hier sind noch ein paar Bilder, die sind noch so ein bisschen roh und das finde ich immer ganz gut. Und er hat die GR3X. Guck mal, die Bilder kenne ich noch gar nicht, da war ich dabei. Oh, richtig cool. Also, da haben wir gefilmt, ja, und ich hatte meine Kameras gerade nicht an und ich habe gerade meine Kamera hingestellt und so und dann haben wir diesen Vogel gesehen. Ich habe da auch eine Nahaufnahme davon gemacht und dann kam diese Mutter hier mit ihrem Kind. Und dann hat er schnell so ein Bild gemacht. Ja, so schnell geht das. Ach was, das scheint wohl öfter zu passieren. Weil das hatte ich ja auch einmal fotografiert auf der anderen Seite. Cool, sehr cool. Auch ganz coole Farben. Sieht gar nicht so nach Ricoh aus. Ich weiß gar nicht, was er da macht. Aber schöne Hamburg-Impression. sehr cool. Ist, wie gesagt, nicht aktiv auf Instagram, aber ihr könnt ja auf seine Seite mal gehen, ein bisschen Hamburg-Bilder angucken. Nice. Also, dann schauen wir uns jetzt mal die Webseite an. Wir reden ja nicht über die Bilder hier in diesem Video, sondern über die Webseite allgemein. Die Startseite fängt gleich an mit ein paar Bildern aus Hamburg. Okay.
aber, ach so, Recents. Also er hat hier so die letzten aktuellen Bilder. Wenn man ja eine Seite wie so einen Blog pflegt, ne, wenn man das immer aktualisiert, dann finde ich so eine Seite auch gut. Wenn man aber natürlich zurückkommt nach ein paar Wochen und sieht, dass es hat sich nichts geändert, also als Besucher, dann fängt man natürlich an, nicht mehr die Seite so oft zu besuchen. Ne? Aber ich hatte auch mal so eine Seite auf meiner Seite, dass ich immer ein Bild gezeigt habe pro Woche, ein neues, aktuelles. So, schauen wir mal, wie die Hamburg-Seite aussieht. Ich glaube auch, dass er Jimdo benutzt. Ich weiß es nicht. Sieht aber nicht so aus. Ich muss ihn mal fragen, was er benutzt. Da war ich doch, glaube ich, auch dabei. Aber für die kurze Zeit hat er schon echt viele coole Hamburg-Bilder. Und alles konsistent mit einer Brennweite, 40 mm. Ja, ja. So, worauf achte ich denn jetzt erstmal? Ja, es ist halt eine Galerie, man klickt drauf, dann kann man hier nach rechts weitergehen. Ey, warte, da war ich doch auch dabei. Ja, das habe ich zum Beispiel verpasst, da waren wir auf einer Demo fotografieren. Oh, das ist ganz cool. Da waren wir vielleicht auch dabei, weiß ich nicht mehr. Sehr schön. Ja, funktioniert. Es ist halt genau, was es ist. Seit 2022? Ist das schon so 2 Jahre? Aber er hat auch Archiv gesagt. Das finde ich gut. Also, es ist ein ganz simpel. Man versteht, was es ist. Hier, London. Fasslamm, ah ja, genau, er war einmal bei mir hier oben in Niedersachsen oder unten, besser gesagt, und dann haben wir hier einmal Fasslamm fotografiert. Ich glaube, die Seite hat er mir schon mal geschickt, aber da sind, sehe ich gerade auch ein paar mehr Bilder drin. Irgendwie haben seine Bilder so einen analogen Vibe. Ich glaube, er macht da noch so ein bisschen Grading drauf oder so. Okay, und dann hat er hier noch London. Ich glaube, er war beruflich in London für eine Woche. Und da hat er nebenbei fotografieren können. Ein Bild war ganz cool. Ich glaube, das hier mochten wir beide ganz gern. Ist ganz, ganz nice. Ja, sehr simpel. Kontakt. About me, so ein GIF eingebaut. Ey, das erinnert mich so an die früheren Webseiten. Ne? Da hatten wir immer so verspielte GIFs eingebaut. Ich finde das ja eigentlich ganz, ganz cool. Vielleicht muss ich auch, ich glaube, ich mache das auch. Ich suche mir irgendein GIF und packe das auf meine Seite. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber dieses Verspielte fehlt so ein bisschen. Alle Seiten sind so meistens so ernst. Das finde ich aber ganz lustig. Okay, er hat auch keine speziellen Forderungen hier oder Erwartungen. Ist einfach nur hier Fragen oder Anfragen. Get in touch, also kontaktiert mich, bla bla bla. Adresse hat er ja auch noch drin. Ja, was soll man sagen? Ist eine sehr simple Seite, ist eine Art Portfolio-Seite, Archivseite. Er macht das ja auch nicht. Es ist ja jetzt auch nicht sein Beruf oder sowas. Er macht jetzt kein Geld damit. Es ist rein Passion, ne? Und dann ist das halt so ein Ersatz für Instagram. Finde ich auch besser, weil die Bilder kommen groß natürlich viel besser rüber. Okay, das war's im Großen und Ganzen. Ich kann jetzt hier nicht viel kritisieren, weil die Seite erfüllt ganz gut den Zweck. Es soll einfach ein Archiv sein, wo immer wieder Bilder reinkommen. Und wenn er die Bilder zeigen will, dann hat er eine gute Seite für. Und man muss halt immer wissen, wofür ist so eine Seite gedacht? Wenn er jetzt eine Dienstleistung mit anbietet, dann muss natürlich die Seite auch es leicht machen, dass man an diese Dienstleistung kommt und dann ihn bucht und so weiter. Aber hier geht es nur um Bilder zeigen und da haben wir hier aktuelles Hamburg und alles andere. Also ziemlich simpel, kann man jetzt nicht viel meckern. Okay, weiter. Wir haben jetzt noch 2 Seiten, glaube ich. So, wir gucken uns jetzt Pias Seite an, Pia Paronin. Sie ist ja Naturwissenschaftlerin, glaube ich. Und sie lebt in Südfrankreich, wenn ich mich richtig erinnere. Sie reist auch viel, fotografiert auch viel in Deutschland, gibt auch Workshops in Deutschland.
Das heißt, sie hat Bilder aus allen möglichen Orten. Und das spiegelt sich jetzt schon auf der Startseite wieder. Das heißt, für mich als jemand, der sie kennt, kommt jetzt hier keine Überraschung. Das ist aber gut. Was kann ich jetzt noch vom Design her sagen? Sie hat ja auch hier so einen YouTube-Kanal, den sie unten dann aufzeigt. Einen kleinen Slogan. Oben ihr Name. Vielleicht, wenn ich einen Kritikpunkt hätte, ist, dass die Seite, also jetzt einfach so auf die Startseite guckt, könnte vielleicht ein bisschen Design vertragen. Also ich bin, wenn man jetzt auf meine Seite guckt, ist auch nicht viel designter, ne? Lass mich mal ganz kurz zurückgehen. Ist ganz simple Schrift, ne? Ist nicht viel. Aber ich habe mir zum Beispiel so ein, ja, es ist nicht wirklich ein Logo, aber man sieht, dass es stilistisch ein bisschen anders ist, ein bisschen eigen, individuell. Und ich glaube, bei Pia könnte man auch ihr Name zumindest, man könnte den noch ein bisschen schicker gestalten, ne? Oder ein Logo, aber Logos, ja, entweder so Schreibschrift, wenn sie den Namen, ihren eigenen Namen so schreibschriftmäßig schreibt und dann einscannt, das könnte ganz cool kommen. Damit nochmal so eine persönliche Note reinkommt, ne? Jetzt sieht das auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie so ein Website-Template, so eine Beispielseite. Und formatierungstechnisch, wenn ich jetzt so ins Detail gucke, ich finde ja auch so eine Home-Seite braucht man eigentlich nicht, weil wahrscheinlich, wenn man den Namen klickbar macht, dann weiß man schon mal, dass man da auf die Hauptseite kommt. Home braucht man nicht unbedingt, finde ich. Könnte man entfernen und dann fängt sofort mit Portfolio an. Da weiß man schon, wo sind die Prioritäten. Die Arbeit ist hier im Vordergrund. Sehr gut. Dann würde ich das auch gleich als erstes machen. Und dann sieht es so aus, ob das linksbündig ist. Und dadurch, dass sie so viele Menüpunkte hat, zieht sich das ja ziemlich in die Länge. Und ich würde es hier dann, glaube ich, mittig setzen, damit es harmonischer mit dem Bild unten passt. Weil hier ist es jetzt, manche Bilder sind zum Beispiel, die haben ein anderes Format als andere und deswegen haben wir hier auch ein bisschen Freiraum, leeren Raum. Und dann steht das hier auch so ein bisschen drüber. Das ist halt einfach so optisch, hier passt es, hier setzt es an, ne, hier links. Aber hast du trotzdem rechts so eine kleine Lücke? Ich glaube, es würde besser aussehen, wenn man es mittig setzt. Okay, man kann diese Galerie auch Vollbild machen. Aha, da öffnet sich eine neue Seite anscheinend. Oder täusche ich mich? Nee, scheint so zu sein. Okay. Sie benutzt, glaube ich, SmugMug oder so. Das erkenne ich an diesem Icon. Das ist übrigens auch ein kleines Detail, worüber wir sprechen könnten. Worauf man achten könnte, ist halt dieses Favicon nennt sich das ja, ne? Dieses kleine Icon, was hier im Tab erscheint. Wenn man hier guckt. David hat hier DD. Ich weiß nicht, ob er das selber gemacht hat. Anscheinend wahrscheinlich schon. Dafür gibt es gleich einen Pluspunkt. Oliver hat das auch. Joe Greer hat das hier auch. Martin Lopez auch irgendwas. Ist aber sehr schwer zu erkennen. Und Wolfgang auch. Ein ziemlich kleines Favicon. Also sehr detailliert. Kann ich gar nicht lesen. Und ich habe zum Beispiel einfach nur einen schwarzen Punkt genommen. Weil nichts anderes reinpasste für mich. Also es muss halt was Simples sein. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, hier so ein P in einem Kreis oder irgendwas. Okay, so, schauen wir mal weiter. Man merkt schon, ich habe ein bisschen mehr Zeit heute. Ja, dann gucken wir einfach mal durch, klicken wir uns durch das Menü. Ich gehe mal gleich auf die About Me Seite. Ich starte mal gern mit sowas. Okay. Oh, interessant. Schaut mal, wenn ich jetzt... Hier kann ich nämlich auf den Namen klicken. Wenn ich auf About Me gehe, kann ich auf ihren Namen klicken und komme zurück auf die Hauptseite. Portfolio auch. Und der Name, die Schrift ändert sich. Also dann braucht man diese Home-Seite nicht. Weg damit. Und dieser Menüpunkt About Me ändert sich. Guck mal, wenn ich raufklicke, wird daraus About Pia. Also ist das eine andere Seite jetzt? Weiß ich nicht. Also das... Vielleicht war das Absicht, ich glaube aber nicht, dass Absicht war. Also ich würde es
einheitlich machen. About Pierre finde ich aber auch cool. Wenn man so einen kurzen Vornamen hat, dann kann man sowas gut als Menüpunkt in den Menünamen mit reinnehmen. Dann würde ich es einfach so lassen. Okay. Und hier ist auch jetzt zum Beispiel fühlt sich das Menü mittig an, aber vielleicht täuscht das auch. Aber es fühlt sich sehr mittig an. Und dann haben wir hier so ein. Was ist das? Wir haben hier so einen Text mit ihrer YouTube. Das ist jetzt linksbündig wieder. Oder rechtsbündig, aber auf der linken Seite. Das ist so ein bisschen. Fällt so ein bisschen aus der Reihe, ne? Dann würde ich es auch mittig machen und dann den YouTube-Icon da drunter oder so. Dann haben wir nochmal About Pia. Also, das hier ist eigentlich das gleiche wie das hier, ne? Man könnte. Wenn das so wichtig ist, dass man das hier sieht, würde ich das weiter unten machen. Da kommen ja auch so Podcasts und sowas. Guck mal, da würde das ganz gut reinpassen, oder nicht? So ein Vorschaubild von einem Video. Und dann weiß man, ah ja, hier, ihr YouTube-Kanal. Das hier, finde ich, stört ein bisschen, weil ich glaube nicht, dass das das Wichtigste ist, oder? Also, naja, kommt drauf an. Bei mir zum Beispiel, ich nehme jetzt übrigens nicht meine Seite immer als Vergleich, um zu zeigen, was besser ist oder so, ne? Ich hab ja auch ganz oben meine Links, weil ich nirgendwo anders meine Social Media Links habe. Und da ist einfach nur so eine Zeile Text. Eigentlich ist YouTube ja, müsste ja gleich ein Menüpunkt werden auf meiner Seite, ne? Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber eigentlich will ich nicht, dass Leute auf meine Seite kommen und dann meine YouTube-Videos gucken. Weil dann können sie auch gleich auf YouTube gehen und meinen Kanal angucken. Da brauchen sie nicht auf meine Seite gehen, ne? Deswegen habe ich das hier nicht so im Vordergrund. Okay. Zurück. Ja. Ja, die Bilder sind beide absolut gut vorzeigbar. Spiegelt sie ja wieder. Ich würde mich für eins hier entscheiden und dann das Ganze hochrücken. Weil das hier muss man eigentlich hier oben sehen. Oh, cool, ich kann das hier verschieben. Wenn man das hier hat, unter About Me oder dieses Bild und diesen Text hier, ich glaube, das würde besser kommen. Ach, ich kann ja auch noch raufklicken. Was passiert denn jetzt? Business Club. Kotedasur? Was ist das? Okay. Scheint hier eine neue Webseite zu sein. About us. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls hat sie hier irgendwas verlinkt. Aber ich dachte, das ist jetzt hier ihr Profil, was sie für diese Seite erstellt hat, ne? Deswegen dachte ich, das musste am besten hier hoch. Na gut. Und dann startet es mit einem Interview. Ja. Das kann man auch machen. Wenn man nicht über sich selbst schreiben will, dann nimmt man einfach ein Interview. Das wirkt auch weniger, dass man sich selbst bewirbt, ne? Sondern hier, guck mal, jemand hat mich schon gefragt und dann finde ich auch gut. Ja. Man kann ruhig mehrere Bilder von sich selbst auf der About Me-Seite haben. Habe ich ja jetzt auch gemacht. Haha. Aber dieses hier, Kontakt und sowas, das würde ich hochrutschen. Unter dem Bild hier, kurzer Text, Kontakt. Weil das Ganze kann schon dazu führen, dass man runterscrollt und sagt, ja, okay, wo ist denn jetzt hier Kontakt? Weißt du, wenn man das nicht, vielleicht übersieht man das. Und ja. Dann kommen jetzt hier so Media-Auftritte, Podcasts mit Bild und so, ja. Ja, so ein bisschen Blog-Style. Das ist alles in Ordnung. Wenn man sich die Mühe macht, so weit runter zu scrollen, dann will man ja noch, da hat man natürlich auch, zeigt man ja auch, dass man Interesse hat und guckt dann sich genau alles an. Von da muss man hier nicht so sehr darauf achten, dass jemand unbedingt alles sieht. Ich schaue nur mal, ob da irgendwas Wichtiges kommt, was man hochschieben könnte. Das müssen wir auch gleich mal gucken, weil sie hat ja einige Bücher veröffentlicht und hier sehe ich ja, hier hat sie so einen QR-Code, dass du ihr Buch kaufen kannst. Das muss natürlich auf ihre Webseite viel früher kommen, ne? Also es sei denn, man hat kein Interesse, das Buch zu verkaufen. Aber das glaube ich nicht. Oh cool, okay, sie hat auch ein paar Reisemagazine oder Bücher fotografiert oder Bilder zur Verfügung gestellt. Ja.
Some cool VIPs. Warum bin ich da nicht drin? Spaß. Okay, cool. Martin Paar, wen kennt man noch so? Alles klar. Ah ja, okay. Annick Turpin hat sie auch getroffen. Ja, Pressum ist gleich im Anschluss. Be Social, unten sind sie. Ja, also ich würde sagen, ein bisschen durcheinander vom Ersteindruck. Das Wichtigste ist da, es hat halt so ein bisschen Blog-Charakter mit den ganzen Bildern und Text und unterschiedlichen Buttons und so weiter. Das ist so ein bisschen wie Oliver Kumis, die hat auch überall so Buttons und so. Aber wenn man viele Sachen hat und Bücher verkauft zum Beispiel, ist ja immer gut, auch schnell Möglichkeiten zu geben. Okay, ich bin mir, ja genau, sie hat ja einen Punkt mit Büchern, dann gucken wir uns das mal an. Weil wenn wir jetzt wissen, sie verkauft Bücher, sie gibt Workshops und so weiter, dann muss das ja auch auf der Webseite präsent sein. So, alle Bücher auf einen Schlag, das ist gut. Man klickt drauf, kann wahrscheinlich irgendwo bestellen. Ach, das ist ein E-Book, ein PDF, okay. Zum Beispiel, das ist ja wahrscheinlich auch auf, ja, ist gleich Verlag, kann man gleich raufgehen, mal schauen, ist es ein Affiliate-Link? Kann sein, sieht so aus. Sehr gut. Gleich ein bisschen, das macht ja Sinn. Okay, ja, da kann ich nichts zu sagen, außer läuft, bestimmt. Dann hat sie noch einen wirklichen Blog. Der führt zu einer neuen Seite, die aber immer noch ihre Seite zu sein scheint. Neuer Tab auf jeden Fall. Und lass mal gucken, wie aktuell ist der Blog. Da öffnet sich immer ein neuer Tab, ne? Weiß nicht, ob ich das so gut finde. So, Donnerstag, 1.11.24. 1.11.? 11.01. wahrscheinlich. Ja, ist jetzt nicht super alt, auch nicht super aktuell, aber immerhin dieses Jahr ein Post von diesem Jahr. Das ist immer gut. Genau, jetzt aber, wir gucken mir jetzt nicht alle, ich will mal kurz gucken, okay, Projekt, was ist, wenn ich auf Projekte gehe? Ja, also der Aufbau ist meistens gleich, das heißt, auch wenn man auf Bücher geht oder auf Projekte, man hat immer den gleichen Aufbau, man muss also sich nicht viel umstellen, man muss nur einmal verstanden haben, wie es funktioniert auf ihrer Seite. Und wenn man hier rauf geht, öffnet sich wieder ein neuer Tab. Also das finde ich jetzt nicht so gut, weil ich habe schon so viele Tabs offen. Wenn ich das bei jedem Klick, wenn sich da bei jedem Klick ein neuer Tab öffnet, würde ich das, glaube ich, nicht so gut finden. Oder finde ich es nicht so gut. yo. Portfolio. Hier, wieder ein neuer Tab, ne? Das kann man bestimmt einstellen. So, das ist ihre verspielte Seite. Hier findet ihr konzeptuelles. Konzeptuelles findet man unter Projekte. Achso, Portfolio ist aber dann nicht keine ernsten Projekte oder wie? Das finde ich auch ein bisschen verwirrend. Portfolio. Würden die Projekte nicht auch unter Portfolio fallen? Ja, vielleicht kann man hier noch irgendwas reduzieren. Vielleicht kann man im Portfolio sagen, hier sind meine leichten Projekte, meine Street-Fotografie und dann haben wir hier vielleicht meine tieferen Projekte. Es sei denn, sie zählt das nicht mit ins Portfolio, aber eigentlich ist Portfolio heißt ja alles, was man an Arbeit präsentieren möchte. Also ihr Fokus hier, die sechs Projekte in ihrer Street-Fotografie und dann hier noch gibt es noch ein paar mehr Projekte. Ja, das ist verständlich, man sieht sofort, worum es geht, man klickt drauf und ein neuer Tab öffnet sich und dann hat man eine Beschreibung und man kann sich Bilder angucken. Kann man die auf Vollbild? Ja. Das könnte jetzt hier auch ein Punkt sein, ich weiß nicht, ob SmugMug hier die Bilder automatisch komprimiert. Aber ich weiß, bei Jimdo macht Jimdo das. Das heißt, du musst dich nicht darum kümmern, die Bilder zu verkleinern. Ich verkleinere sie trotzdem, weil ich irgendwie nicht glaube, dass Jimdo das schnell genug macht. Oder ich habe das Gefühl, das Hochladen geht immer noch schneller. Man muss auch darauf achten, dass die Bilder nicht zu groß sind, ne? Damit die Bilder nicht zu lange laden. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Internetverbindung gerade lag oder an den Bildern, dass sie vielleicht zu hochauflösend sind. Ich hatte den lange Zeit immer auf 2000 Pixel Breite, dann haben wir immer höhere auflösende Displays bekommen und ich habe jetzt alles auf 4000 Pixel erhöht.
Will ich mal ganz kurz was gucken. Ja, das zeigt sich halt Vollbild, weil ich hier einen 2K-Monitor habe. Wenn ihr 4K habt, dann würde das wahrscheinlich auch noch vollbildlich werden. Ne? Der Sinn war bei mir, ich habe mir halt gedacht, wenn jemand 4K-Monitor hat, dann soll er die Seite, die Bilder trotzdem in Vollbild sehen können. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ach, gucken wir uns noch Workshops an, weil da wird es ja so ein Call to Action geben. Achso, sie macht unter der Leica Academy Workshops. Alles klar. Dann kann man hier raufgehen und dann wird man ihre Workshops wahrscheinlich auf der Leica-Seite sehen. Wenn sie gerade einen aktuellen hat, ne, dann wird das hier vorkommen. Ja, ist doch gut. Hamburg. Hamburg. Persönliches Coaching. Das sieht so ein bisschen nach Arztpraxis aus hier, dieses Kästchen. Nach Praxis über uns auf einer Praxisseite. Also, mein ehrlicher Eindruck hier auf diese. was gibt's noch? Ja. Ja, ein bisschen, also wenn ich jetzt einen allgemeinen Kritikpunkt an ihre Seite äußern darf, dann, dass viele Seiten ein bisschen durcheinander wirken. Verschiedene Schriftarten, verschiedene Farben. Wenn man das ein bisschen einheitlicher kriegt, sich so eine Linie ausdenkt, so ein CI, so eine Corporate Identity, dann wirkt das Ganze nochmal einen Tick professioneller, glaube ich. Ansonsten sind die wichtigen Sachen alle erreichbar. Jo. Also optisch kann man noch was machen. Funktional, funktionstechnisch würde ich sagen, läuft das hier wahrscheinlich gut. Jo. Weiter geht's. Wen hatten wir jetzt noch? Ach, Karin kommt jetzt noch. Genau. Karin Majoka. So. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Karin arbeitet noch nebenbei. Sie macht natürlich YouTube viel und verdient aber da auch ein bisschen Geld mit über Sponsorings und so. Aber sie hat noch irgendeinen Job. Ich glaube, das können wir ja gleich mal herausfinden. About. Ah ja, genau. Psychotherapist. Studiert sie, glaube ich, noch, oder was? Kunstakademie war sie auch. Psychologie, ne? Interessant. Ja, interessant. Das Bild passt ja dann auch hierzu, wenn sie Psychologie studiert. Ich finde es auch gut, wenn man als Profilbild nicht unbedingt das Gesicht nimmt und irgendwas verspielt ist. Gerade wenn es eine Fotografie-Seite ist und über mich ist ja auch sehr persönlich. Von daher finde ich so ein individuelles Bild auch gar nicht mal so schlecht. Aber gehen wir zurück zur Startseite. Ich gehe mal davon aus, dass sie Squarespace benutzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier haben wir wieder so ein Panorama-Format, ne? Hier werden Bilder auch ein bisschen angeschnitten. Ich persönlich mag das nicht so gerne. Der Vorteil von so einer vollbildlichen Panoramaseite ist, wenn man jetzt ein Fenster verschiebt, kann ich gerade irgendwie nicht machen, dann hast du immer bis an die Ränder das Bild gefüllt. Andererseits verliert dein Bild natürlich auch einen Eindruck. Hier zum Beispiel die Füße werden abgeschnitten. Ich weiß, das Bild ist eigentlich, da ist mehr Platz unten. Und sie hat noch so einen leichten, hat die Deckkraft hier noch verringert, ne? Damit das Ganze so transparent aussieht ein bisschen. Ja. Und solche Bilder hier so, ich finde, die Seite sollte entweder widerspiegeln, was sie macht, also was sie als öffentliche Person im Internet macht. Also entweder sollte sie hier ein cooles Projekt, was sie gemacht hat, mit einem Sponsor zusammen vielleicht zeigen, damit man sieht, okay, sie ist hier so Creatorin und so und im analogen Fotografiebereich. Oder es muss irgendwie ein geiles Bild hier kommen, so ein Hammerbild oder eine Hammerserie, dass man sieht, oh, coole Serie, ich will noch mehr sehen. Hier sind es jetzt so, ja, so ein Karussell von Bildern aus verschiedenen Projekten, ne? Ihr Name hier ganz fett, wirkt auch wie so ein Logo, das ist gut. Menü ist nicht zu umfangreich.
Was mir aufgefallen ist, dass die gar kein Impressum hat. Jede Seite muss ja ein Impressum haben. Vielleicht hier. Nee. So, da muss man aufpassen. Ich habe auch schon mal eine E-Mail bekommen. Oh, sie haben noch kein Impressum und bla bla bla. Und dann können wir leider nicht mit ihnen arbeiten. Und da muss man halt, darauf muss man schon achten. In Deutschland sind wir ja verpflichtet, ein Impressum zu haben. Okay. Fangen wir an mit ihrer Arbeitsseite, Projektseite, Fotoarbeiten wahrscheinlich. Sie hat hier so ein Runterklappmenü. Current, also aktuelle Sachen. Wenn man rübergeht, sieht man den Projekttitel. Das finde ich auch cool, würde ich auch gerne auf meiner Seite machen, so ein bisschen mysteriös. So, oh, was ist das? Und dann geht man rüber. Ah, okay, ah, das ist das und das ist das. Gucken wir uns mal das an, weil ich glaube, das kenne ich auch schon. Ist ganz witzig hier die Idee. Ich glaube, sie hat eine, ja genau, eine Hasselblad X-Pan genommen. Also die fotografiert auch so im Panoramaformat und dann hat sie die Bilder übereinander gelegt. Und dann hat man halt diese Collage, die zusammenpasst. Hier hat sie es mit Absicht, glaube ich, ein bisschen versetzt. Finde ich auch ganz nett, die Idee. Ja, hier ist es jetzt auf der linken Seite irgendwie. Mal sehen, ob das überall so ist oder nur auf diesem Projekt. Zum Beispiel hier. Okay, also scheinbar ist die Seite doch linksbündig, aber irgendwie nicht ganz. Das ist ein bisschen komisch hier, ne? Hier ist es in der Mitte, dann geht es hier so ein bisschen nach links und hier ist es ganz links. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Das würde ich noch, da könnte man nochmal raufgucken. Ansonsten, die Projekte sind alle gleich. Kurzer Text am Anfang, Titel und dann die Bilder. Und wenn man raufgeht, kann man wahrscheinlich auch sich durchklicken. Ey, das sieht jetzt wieder nach Jimdo aus. das ist doch gut, das funktioniert. Ja, Prinz. Da hat sie pro Saison, oder verstehe ich nicht. Da kann man die Prints sich angucken. Und wo kann man jetzt bestellen? Eine E-Mail oder DM senden. Okay. Das ist jetzt semi-optimal. Denn es sei denn, es ist hier nicht ihre Priorität. Bei manchen Sachen, die auch nicht, wo ich auch nicht so viel Zeit habe, mache ich es auch nicht dem Besucher extra leicht. Aber wenn ich jetzt hier raufgehe, ich würde schon gerne eine Möglichkeit finden, hier unten auf Bestell, Order, Print oder Bestellen oder Anfragen und dann irgendwo raufklicken und dann öffnet sich mein E-Mail-Client zum Beispiel. Das könnte man machen. Oder ihre Instagram-Seite, wenn hier schon steht DM, man könnte das DM hier verlinken, dass es auf ihre Instagram-Seite führt. Das wäre das Mindeste, glaube ich, was sie jetzt machen könnte. Und E-Mail auch noch verlinken, sodass sich dann bei den Besucher dann der E-Mail-Client öffnet. Genau, das würde ich noch machen. Das hat mir schon gesehen. Public. Okay, das sind so Sachen, die sie dann veröffentlicht hat. Ja, so eine Standardliste. Links bin ich, sieht auch eigentlich besser aus, ne? Ich habe alles in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Aber wenn ich es links mache, dann sieht das komisch bei mir aus. Ich bin neidisch. Oder ich muss es mal ausprobieren. Vielleicht sieht es gar nicht so schlecht aus. Das finde ich auch cool hier und interessant. Media Kit. Das habe ich mir sogar, werde ich mir jetzt von ihr abgucken. Ich habe sie schon gefragt, wie sie ihr Media Kit gemacht hat, weil mein Media Kit ist ja ganz unten als PDF verlinkt. Und dann lädt man das runter. Habe ich manuell erstellt. Ein Media Kit braucht man, wenn Unternehmen oder Marken auf einen zukommen und möchten mit dir zusammenarbeiten und du übernimmst so eine Art Influencer-Rolle, dann wollen die meistens ein Media-Kit sehen, wo du dann die ganzen Informationen hast, wie viele Leute du erreichst, wo sind deine Haupt... 37% US? Das ist mehr als bei mir. Bei mir sind es 20%. Krass. Das ist zum Beispiel sehr interessant, jetzt zu sehen. Und 13%. Nee, bei mir ist es sogar... Bei mir ist es 9%. Bei mir sind 20% US. Und dann kommt Japan und dann kommt Deutschland. Das ist interessant, ne? Also dann bin ich ein Tick internationaler aufgestellt anscheinend. Und sie noch stärker in Amerika. Und dann hier sind so ein paar letzte Videos. Das ist nämlich so ein Ding, da hat sie irgendwo...
so ein Abo abonniert und dann musst du hier nichts ändern. Ich glaube, das aktualisiert sich. Man kann hier raufklicken und sowas. Das muss ich auch mal machen. Weil ich habe keine Lust, immer wieder das abzudaten. Okay. Kontakt haben wir noch nicht. Doch, haben wir kurz gesehen. Ja, sehr schlicht und simpel. Ich glaube, was mir noch einfällt hier an ihrer Stelle, wenn ich jetzt, wir haben ja ihr Media Kit gesehen und sie hat ja jetzt auch hier ganz coole, ganz coolen Leuten zusammengearbeitet. Ich weiß auch nicht, was ihr Anspruch ist. Möchte sie als Fotografin hier gesehen werden oder ist sie auch stolz auf ihre Zusammenarbeiten, auf ihren YouTube-Kanal? Dann würde ich hier vielleicht bei Public noch irgendwie so einen Blog machen mit coolen Kampagnen, die sie gemacht hat. Weil ihr Media Kit ist ja jetzt hier auch verlinkt. Wo war denn das nochmal, Media Kit? Ah, da unten. Ja, okay, vielleicht ist es dann hier unten vielleicht noch so ein Link, vielleicht Kampagnen, die sie gemacht hat. Und da kommt eine Seite, vielleicht ist es ja eine unverlinkte Seite, die sie dann so wie ihre Projektseite aufbaut, dass sie so Kampagnen zeigt. Das könnte, glaube ich, sehr effektiv sein für Leute, die dann sie buchen möchten für Zusammenarbeiten. Ja. Ansonsten vielleicht ein bisschen klein hier, könnte man noch sagen. Vielleicht gibt es das Template nicht her. Ja, ansonsten hat sie auch unten hier, das kann man auch nochmal erwähnen, hat sie so einen leichten pinken Balken. Das spiegelt so ein bisschen die Leichtigkeit auch von ihrem Namen hier, von ihrem Logo wieder. Da ist ein bisschen Persönlichkeit drin, ne? Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Pias Seite, dann könnte die Seite auch ein bisschen Persönlichkeit vertragen. Und das kann man halt ganz einfach machen, wenn man hier so einen Balken hat mit irgendeiner Farbe. Und dann hast du hier irgendwo, wenn man sagen wir auf About geht, vielleicht der Titel in der Farbe oder so. Hier ist auf jeden Fall Persönlichkeit drin. Die Schrift ist weich, die ist nicht so aggressiv. Die passt auch irgendwie zu ihr, würde ich sagen. Und hier auch die Menü, das ist jetzt, hier gehen wir richtig ins Detail, ne? Die Menüpunkte hier haben keine großen Anfangsbuchstaben, ne? Die sind alle klein. Das habe ich auch mal gehabt auf einer Seite. Dadurch wirkt die ganze Präsentation hier natürlich so dezent, leicht, schlicht. Und wenn man, wie ich, alles fett macht, dann ist das ein bisschen lauter, ne? Das sind so Details, auf die man auch achten kann. Ja, dann war es das. Teil 2, Webseiten angucken. Ich finde, es macht Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich mache, glaube ich, weiter. Wenn ihr Webseiten habt, die ihr zusammen mit mir angucken wollt, schickt mir die unten in die Beschreibung oder schickt mir eine Instagram-Nachricht, aber bitte keine E-Mail, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es verpasse oder einfach nicht beachten kann aus Zeitgründen, ist hoch. Und ja, jetzt werde ich das Video schnell zusammenschneiden und hochladen. Und dann muss ich noch ein paar Sachen arbeiten. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.